und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier dabei bist, das freut mich doch ganz besonders. So, meine Freunde, wie immer gilt, willst du mich unterstützen? Einfach ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, kommentieren und wenn dir das Video noch gefällt, wäre natürlich geil, wenn du noch ein Däumchen nach oben lässt. Das wäre mega gut und ich würde mich da mega drüber freuen. So, beim letzten Mal haben wir, wie gesagt, klein gemacht. Wir sind ein bisschen knapp bei Kasse, aber wir holen uns da locker wieder raus. Wir sind hier am Start, ne? Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht am Hungertuch nagen. Das Problem ist bloß einfach das Bitumenkraftwerk, das kostet uns gerade eine Menge Geld. Aber sobald das fertig gebaut ist, sieht die Sache da schon wieder ganz anders aus. Und ja, Bitumen bringt echt eine Menge Kohle. Könnt ihr euch darauf verlassen. Das Ding hier ist voll. Das ist gut. Wird permanent versorgt. Alles kein Problem. Ich lasse momentan Vollspeed laufen, damit wir das Ganze hier am Start bekommen. Problem ist gerade, wir brauchen auch noch ein paar andere Sachen. Nämlich mal ein Geschäft und so weiter. Warte mal, wir brauchen definitiv hier mal ein Geschäft. Ein Geschäft. Geschäft. Vielleicht eine Mall oder sowas. Ja, das ist schon ordentlich. Hätte auch noch alle Finanzen. Die Frage ist, ob die da alle hinkommen. Mit ein bisschen Glück könnten wir da ja noch eine Dings hinbauen. Und eine Haltestelle werden die da wohl nicht brauchen, oder? Oder vielleicht sollten wir das irgendwie doch hier noch mit hinbauen. Ah, das ist... Vielleicht holen wir aber auch unsere Waren selber ran. Deswegen, Ich plane es erstmal. Plan ist nur. Ich muss wissen, ob die dann noch alle rankommen. Könnte nämlich ein bisschen eng werden. Na, warte mal. Kann man es vielleicht noch anders? Gastronom. Vielleicht haben wir noch was anderes. Shopping Mall hier. So eine Eckdings. Zumindest anschlussfreundlicher. So, dann nehmen wir die halt hier hin. Das ist okay. Wie gesagt, lassen wir erstmal noch nicht bauen. Erstmal muss das Bitumenwerk fertig werden, damit wir hier auch Gas geben können. Zwei. Ich zähle gerade die Dinger hier ab. Na, knapp vier. Vier, damit wir da dann auch mit dem anderen Zug reinpassen. Zwei, drei. Vier, ne? Müsste es eigentlich schon so enden. Wie gesagt, alles gerade im Planungsmodus. Halt, verkehrt rum. Zack. Na. So, und... raus. Okay, so, jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir das hier möglichst noch mit ranbekommen. Damit wir dann nämlich auch anfangen können, hier Bitumen abzutransportieren. Okay, zu großer Anstieg. Natürlich jetzt ein bisschen unglücklich. Ernsthaft so heftig? Kann ich mir fast gar nicht... Ja, gut, da ist ein bisschen krass. Ja, ja, ich weiß. Das ist echt ein bisschen unglücklich. Okay, dann machen wir hier mal einen Durchschnitt. Damit er vielleicht...
so ein bisschen mit rankommen. Okay, wir gehen. Kommt da nicht mit klar. Das ist zu steil. Das ist ihm noch zu steil. Okay, machen wir mal anders. Dann füllen wir mal ganz auf. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich will jetzt hier aber nicht... Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich will es jetzt hier nicht auch... Durchschnitt, so. Vielleicht kommen wir damit klar. Ich will ja... okay. Ich sehe aber nicht, dass sich was tut. Ich meine, ich sehe zwar, dass sich das da bewegt. Jetzt... Okay, dann haben wir das damit auch. Mal eine leichte Kurve. Wir wollen ja da irgendwie noch versuchen, mit ranzukommen. Weil ich das aber glaube, dass das nichts wird. Befürchte ich es zumindest. Mal ganz, ganz kurz überlegen, wie wir das am allerschlauesten machen. Ja, das wird zu eng. Verdammt! Ich muss das ein paar Millimeter wieder zurücksetzen. Mein Gott, wie lange brauchen das Bitumenwerk noch? Ey, das ist ja ekelhaft. Immer noch nicht fertig. Es geht gerade echt ein bisschen schleppend voran. Liegt aber wirklich nur an dem Bitumenwerk. Bitumenfabrik, was da gerade so ein bisschen. Hier ist gar nichts los. Warum? Okay, das ist aber in Ordnung. Hier wird produziert. Hier ist alles gut. Ja, okay. 4. Ich würde auch da gerne weitermachen, ne? Aber kommt es gerade nicht dazu. Wir müssen erst das mit dem... mit den Rubeln hier lösen. Aber das kriegen wir hin. Dann werden wir das Ding hier einfach noch ein weiter vorziehen. Kleines Stück zumindest. Vielleicht hier hin. Chain. Momento, ich okay, ja, alles klar. Ach ja. Da muss er dann vorher andocken, glaube ich. Der muss so sein. Der muss weg sein und. Der muss so sein und der muss so sein. So, dann haben wir zumindest das wieder. Und der andere, der muss davor andocken. Optimal wäre natürlich, wenn er da da andockt. Aber mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, okay, lass mal bauen. Was ist das denn jetzt hier? Na, leichte Grafikfehler. So, dann muss ich... So, okay.
Na komm, bau das fertig, damit ich die anderen setzen kann. Ist gerade ein bisschen stockend. Aber gut. So, den muss ich dahin. Der muss dahin. Und der muss dahin. So, okay, haben wir. Dann muss... Kriegen wir den hier irgendwie rangezwirselt? Nee, ne? Erst da oben. Und du musst dahin. So. Theoretisch sollte das jetzt klappen mit dem Bitumen, mit der Bitumengeschichte. Na, mal sehen. Das ist gut. So, sobald die Betongeschichte endlich abgeschlossen ist, dann können wir Gas geben. Die sind wir noch nicht fertig. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Warte mal. Kann man nicht irgendwo... warte mal, wo war denn das jetzt? Man konnte doch irgendwo Geld holen. Okay, wir holen uns mal... Ich werde mir jetzt mal ein bisschen was machen. Ich werde mal einen Kredit holen. Mal nur mal so 430. Aber dann wird das Ding hier vielleicht mal fertig und alles, was dann reinkommt, bleibt über. Das reicht immer noch nicht. Ich werde irre. So. So, endlich ist das fertig. So, das Einzige, was jetzt fehlt, ist Strom. Aber auch das kriegen wir hin. So, alles, was jetzt überbleibt, damit können wir gleich zurückzahlen. Theoretisch. Warum kann ich denn das jetzt zurückzahlen? Scheiße, kann ich das nicht zurückzahlen oder was? Na, ist auch doof. Okay, okay, okay. Naja, haben wir halt laufende Kosten, Kreditkosten. Was soll's, komm. Macht nix. Macht gar nie nix. Okay. Kein Strom. Und die brauchen mit Sicherheit auch wieder Starkstrom, ne? Ja, natürlich. Kein Anschluss. Okay, folgendes. Dann bauen wir jetzt, damit wir das hier an den Start bekommen. Gas könnten wir auch bauen. 2,8, aber wir könnten auch Bitumen nehmen mit 2,5. Das machen wir mal. Ich wollte dich eigentlich ganz gerne hier mit hin haben. Da können dann die Leute hinfahren. Muss ich wieder was wegreißen? Stoppe. Das hängt jetzt alles mit einer Sache zusammen. Sobald das alles hier angeschlossen ist und das Ding da oben Strom hat, ne, ist alles kein Problem. Aber bis dahin sind wir halt noch in der Bredouille. Das kriege ich echt nicht hier hin. Kriege ich das dahin? Das wäre ja auch ganz geil. Kriege ich das da hin? Kriege ich das da hin? Komm.
Wegen was denn da? Was ist denn da? In der Ecke oder was? Das wäre nämlich dann noch ein bisschen cooler. Das wäre noch eine Nummer cooler. So, machen wir auch. Wenn wir das jetzt hier hinbauen, hier fehlt nämlich auch noch Strom. Da hätte er auch gerne noch Strom. Oh. Diese Mini-Pumpe. So, dann machen wir mal. So rüber. Nehmen wir den nochmal weg. Und klemmen nicht da so direkt an. So, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Dann können wir jetzt so unsere gemoddete hinbauen. Die kostet uns 4. Ich hoffe nur, dass sie eine 400.000 kostet. Alles andere wäre doof. Aber dann haben wir zumindest gleich mal Arbeitskräfte. So. Da können wir es anklemmen und dann haben wir hier Stoff und dann holen wir uns ein bisschen Bitumen, damit hier schon mal was anläuft. So, dann brauchen wir eine Station. Das passt nicht rein. Checkpoint. So, okay. Mach so. Na, wie viel brauchst du noch? Okay, es ist schon nicht einfach. Wir brauchen noch mal ein Fahrzeuglager. Pro für Straßenfahrzeuge. Brauchen wir leider auch noch. Kriegen wir den hier zwischen? Schön wär's. Leider nein. Aber vielleicht daneben. Auch nicht ganz. Ach, Mann. Hier auch nicht. Och, ich will es doch nur vernünftig irgendwo hin haben. Kann doch nicht so schwer sein. Keine Straße. Vielleicht in. Ist auch nicht hin. Okay, Leute, es ist da. Es passt hier oben auch hin, ist okay. So, sehr gut. Jetzt Starkstrom. Was hat der da den Ausgang? Kommen wir da. Verdammt, ne? So kommen wir da nicht rum. Aber so kommen wir zumindest hier lang. Wir den da vernünftig so oder so ist doof. Komm, klemm den da mal an. 24. Dann bringen wir da mal Leute hin und dann klemmen wir noch den Bitumen an, damit der anlaufen kann. Sobald der einmal angelaufen ist, passt das. Mod. Äh,
Schon wieder bei 20 Minuten. Leute, es ist der Wahnsinn. Es ist der Hammer. Wie hier die Zeit rennt, ist echt krass. So, zack. Oh, müsste halt mal ein Momentchen dahin bewegen. Ja, kein Problem, ne? Das ist okay. Gut, haben wir auch. Jetzt müssen wir nur noch die Bitumengeschichte anklemmen, damit der auch versorgt wird. Frage ist... Direkt durch? Oder an der Seite lang ins Lager? Ja, gehen wir mal ruhig hier ein bisschen weiter. Schon in gerade. Ist wieder zu lang, die Geschichte. Mann. Es ist anstrengend, Leute. Es ist einfach anstrengend. Okay, das sollte auch passen. Ist auch angeklemmt. Trotzdem müssen wir jetzt wieder gucken wegen der Scheibenkleisterpumpe. Warum haben wir das jetzt lang geführt? Warte mal kurz. Da. Okay, wenn wir die hier rüberführen. So müssten wir es dann bauen. Hier rüberführen, da raus. Beziehungsweise da rein und da raus. Okay, nehmen wir mal weg. Machen wir halt mal ein bisschen anders. Muss vom Eingang zum Ausgang Gebäudeeingang gehen. Ist es doch. Willst du mich verscheißern? Achso. Ja, ich sehe das Problem. Mann. Okay, nochmal. Ist doch kein Problem. Also, da kommt es rein und da muss es raus. Oder da kommt es rein und da muss es hin. Können wir auch so bauen. Okay. Kriegen wir auch hin. Nochmal ein bisschen rüber. So. Das geht. Jetzt sollte das auch passen. Perfekt. Jetzt gehen wir da lang. Okay. Auch das sollte passen. Jetzt brauchen wir nur noch die Arbeiter hierher. Auch das kriegen wir noch gewuppt. Hier mal bitte fertig bauen. Da oben. Fahrzeuge, Busse. Wie viel brauchen wir? 24. Okay, die brauchen dann auch wieder ein bisschen Hitze. 24 pro Schicht. 80. Da brauchen wir eigentlich nur schnell sein. 40. 65. Nehmen wir, glaube ich, den hier. Ich nehme immer ganz gerne 4 Stück davon. Keine Ahnung warum. So eine kleine Macke von mir.
zwei, drei, alles klar. Zack, 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 zack. Hau raus und tschüss. So. Lass dich ein bisschen verteilen. Wenn der an der Brücke ist, schick ich den nächsten los. Feuer frei. Studenten braucht man alles nicht. Next one. So, zack, zack, zack. Hätte ich mir auch gerade einfacher machen können, alles. Okay, Feuer frei, let's go. Ich hoffe, dass jetzt hier ein paar rankommen. Wir werden sehen. Noch ist nichts hier. Ihr wollt doch arbeiten, oder? Dann kommt mal ran hier. Leute, kommt ran. Ihr sollt hier arbeiten gehen. Jungs, Mädels. Ich schwöre euch. Kulturkneipe etc. pp. Okay, jetzt gehen ein paar hier hin. Wir brauchen die Arbeiter. Okay, jetzt langsam. Wir brauchen gleich wieder eine Pause. Das ist Wahnsinn. Der hat Strom, ne? Der hat hier noch keinen Strom. Okay, der braucht noch. Alles klar. Das heißt, wir brauchen nochmal einen bisschen Energy. Von der Seite oder von der machen wir hier rein. Ja, zack, und dann holen wir uns das. Wir müssen jetzt nur einmal erstmal zum Anlaufen bekommen. Vielleicht hier. Also machen wir mal. Na komm. So, dann haben wir das auch schon mal. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier in den Mann bringen. Okay, 6. Okay, das heißt, wir kaufen mal ganz kurz Ressourcen ein. Muss ja nur einmal anlaufen. Damit die hier anpumpen können. Jetzt geben die nämlich Gas. Jetzt haben wir das hier und dann versorgen die das andere hier mit dem Dings. So zumindest die Theorie. Ja, es wird gerade voll weggesnackt. Okay, jetzt ist hier, brauchen wir nicht mehr. So, sehr gut. Das ist versorgt. Das läuft. Damit haben wir die Bitumenproduktion angeschmissen. Und das wiederum bedeutet, jetzt rollt gleich der Rubel. Aber, liebe Freunde, das alles und natürlich vieles, vieles mehr. Wie immer
in der nächsten spannenden Folge. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.